Hans Stenzel, der Umweltbeauftragte seines Kirchenkreises, will uns zeigen, wie alles anfing. Dafür verlassen wir Weißweiler. Vorbei am Uralt-Kraftwerk, das seit über 50 Jahren läuft. Wir fahren auf einer nicht öffentlichen Straße. Man muss Schleichwege kennen wie er. Hans Stenzel will uns das Abbaugebiet zeigen. Schon sein Vater war Bergmann. Und auch er, der Sohn, folgte ihm als 14-Jähriger in den Bergbau. Nach dem Krieg erlebte er den großen Wirtschaftsboom und wurde Bergbauingenieur. Stahl und Kohle waren damals die Motoren der Zeit. Wir sehen die Ausläufer des Rheinischen Tagebaus. Es ist das größte Braunkohlerevier Europas. 100 Meter tief tut sich hier die Erde auf. Ganze Gemeinden mussten weichen. Die gesamte Abbaufläche ist halb so groß wie der Bodensee. Geplünderter Boden. Vor allem die Kirchengemeinden in der Umgebung fühlten sich herausgefordert, für die Schöpfung einzutreten. Nicht länger sollte die Erde zerstört werden. 1964 gab es zwei Pfarrer im Kirchenkreis Jülich. Die sagten mir, du bist Bergbauingenieur und hier passiert Schreckliches. Und wir wollen dich für unsere Arbeit gewinnen. Willst du nicht im Bergbau aufhören? Wir geben dir eine Ausbildung und du bist dann später bei uns. Und da habe ich nicht lange überlegt, ich war 12 Jahre im Bergbau, zu sagen, ja, ich komme. Großindustrie. Sie war das Fundament des Wirtschaftswunders. Und niemand ahnte, welche Folgen das Verbrennen von Braunkohle einmal haben würde. Am Anfang richtete sich der Widerstand gegen die sichtbare Zerstörung rund um Inden, Hambach und Garzweiler. Und wir erkannten ja im Kirchenkreis, dass es einfach so nicht weitergehen kann. Dass die Katastrophe, die ja nun jetzt durch die Großtagebau, die dann entstanden waren, uns in voller Breite als Kirche und Gemeinde treffen wird. Verheizte Heimat, Zerstörung. Der Himmel über Garzweiler wurde nicht mehr hell, es gab noch keine Filter. Der Schmutz und der Dreck jagten tonnenweise täglich in die Luft. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Heute wissen wir, wer eine Tonne Braunkohle verbrennt, erzeugt eine Tonne klimaschädliches CO2. Allein in dieser Region bedeutet das etwa 100 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das entspricht fast der Hälfte des CO2-Ausstoßes des gesamten Verkehrs in Deutschland, Flugverkehr eingeschlossen.